Willkommen zurück, Leute, zu Fairy Legends of Avalon hier bei den Trollen. Na, immerhin benimmst du dich jetzt mal wieder wie ein echter Troll, dann mögen das Trollchaos beginnen, sagen gerade die Trolle zu ihrem Bruder oder so. Wir greifen ihn an. Ja. Die machen wir platt. Haben wir die nicht schon mal platt gemacht? Die hatten wir doch schon mal platt gemacht. Egal. Er wird dran glauben müssen. Felsen. Ja, der macht also auch mit. Finde ich voll gut. Jedes Steinchen zählt. Ja. Im Moment geht's ja noch. Ja. Okay. Okay, er ist ausgewichen. Der zweite vielleicht. Der hat gesessen. Eisgeschoss, Tornado. Beides sicherlich gut. Komm, der nächste, komm. Jawohl, der ist weg. Geschwächt. Sehr gut. Greifen natürlich ihn jetzt viel mehr an, weil ihn wollen sie eigentlich fertig machen. Aber er kriegt jetzt trotzdem mal eine schöne elektrische Ladung. Ausgewichen, macht nichts. Schwächt. Jawohl. Ja, einfach mal normal angreifen, genau. Super. Ja, wir sind zu stark für dich, Mann. Gib's auf. Jo. Erfahrung halten 100. Erneut muss ich mich bei euch bedanken, denn ihr habt sie gewiesen in ihre Schranken. Und nun auf zum König. Zögern wir nicht, mit Herzen erfüllt von strahlendem Licht. Brüder, warum haben dich deine Brüder so gehasst? Für sie bin ich ein Niemand ohne Kraft, ein Troll mit nur einer Leidenschaft. Der Wissenschaft habe ich mich verschrieben und sie fragen sich, was hast du denn nur getrieben? Für sie ist das Leben nur schiere Gewalt, in Blutrausch zu kämpfen ihrer Mannsgestalt. Einen Troll wie dich trifft man definitiv nicht alle Tage, so viel ist sicher. Brechen wir auf und statten wir dem König einen Besuch ab. Zu Etis bin ich dankbar und dir treu ergeben. Ein Schatz bist du für mich mein ganzes Leben und deswegen will ich dir ein inniges Zeichen, dies bescheidene Geschenk überreichen. Vielen Dank, Bert. Ein wundervolles Geschenk. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Armbänder aus Wasserset. Das ist ja schön. Oh, ja, so ein Wasserset hätte ich gerne. Wie sieht das denn aus? Was ist das hier unten? Aha. Wie sieht das aus? Ach, dann sind die so grün. Das ist ja cool. Das ist natürlich so mit Magie und so. Ja. Okay. Habe ich das jetzt wieder an? Ja, okay. Ja, ich finde das nicht schön, nur es ist halt ein komplettes Set jetzt einfach mal. Von daher... Wir brauchen ja immer noch einen Gefährten. Aber der ist ja jetzt bei uns. Gut. Ich dachte schon, der ist jetzt da geblieben. So, was sagst du? Aha, ihr seid also der zweite Gefährte, Bert. Ich bin überzeugt davon, dass euer Wissen über die Märchenwelt uns bei unserer Aufgabe sehr viel von Nutzen sein wird. Mir fehlt es zwar gänzlich an Heldenmut, auf dem der Stolz der anderen Trolle beruht, aber wenn ich jenseits der Spiegel verkehre, ich mein Werk immer verenden werde. Ich hoffe, ich finde trotz meiner Schwäche die Kraft zu befreien, das Königreich von seiner schweren Last. Sehr gut, sehr gut. Aber ihr solltet noch etwas an der, Rhythmik fallen. Also Alexis, mir bleibt jetzt nichts weiter übrig, als euch Glück zu wünschen. Unsere Zukunft liegt in euren Händen. Ciao, ich bin raus. Bevor wir aufbrechen, würde ich gerne mehr über die Spiegel und die Welten, in die sie führen, erfahren. Welcher Spiegel interessiert euch? Skarabäus. Der Spiegel, durch den man einen riesigen Skarabäus sehen kann. Ah, der Skarabäus der Stadt der Illusion. Diese Stadt ist eine ferne Märchenwelt, die in den Geschichten der Wüstenmenschen entstanden ist. Der Riesenskarabäus trägt die Stadt durch den Sand und begibt sich nie mehr als einmal an denselben Ort. Erzählt mir mehr darüber. Es heißt, dass die dortigen Märchenwesen nicht wie die Märchenwesen hierzulande aussehen. Ich habe von Djinn, Sphinxen, Ifrits gehört. Oder Ifrits. Alles friedliche Wesen, glaube ich, die von der Macht der Verwandlung fasziniert sind. Was gibt's noch für Spiegel? Der Spiegel, durch den man einen Baum sehen kann.
Der Baum, den man durch den Spiegel sehen kann, ist Yggdrasil, der alte Weltenbaum. Es heißt, dass einst die Götter der Menschen auf ihm gelebt hätten. Aber vor allem ist Yggdrasil das Symbol der Natur und des Waldes sowie der starken Bande zwischen ihnen und unseren Märchenwesen. Dieses Symbol darf niemals sterben. Ihr werdet euch auf zahlreiche Märchenwesen treffen. Viele von uns lebten einst dort in den Ästen und im Inneren der Wurzeln. Redet mit ihnen und versucht zu verstehen, was den mächtigen Weltenbaum in solch große Gefahr gebracht hat. Und der allerletzte. Der Spiegel, durch den man ein Schiff sehen kann. Dabei handelt es sich um das Geisterschiff, das als der fliegende Holländer bekannt ist. Es hat die Meere viele Jahre lang in Angst und Schrecken versetzt und begleitet die Seelen von toten Seemännern in den Seid. Oder sieht, ne? Wie spricht man es aus? Die Welt der Toten, die, wie ihr wisst, auch einst unsere Welten... Auch eine unserer Welten ist. Dann danke. Gut, dann wollen wir mal. Jetzt dürfen wir uns sicherlich einen raussuchen. Ich finde die alle mega spannend von dem, was ich jetzt so gehört habe. Puh. Cool, jetzt können wir dahin. Da ist der Baum. Da ist nix. Können wir nur da durch? Betreten. Dann gehen wir da hin. Dann gehen wir zu dem Yggdrasil-Baum. Kämpfe sind rundenbasiert und jeder Charakter kommt nacheinander an die Reihe. Sobald ein Charakter an der Reihe ist, wähle die gewünschte Aktion mit der Maus aus. Wähle anschließend das Ziel deiner Aktion und du entweder auf den entsprechenden Charakter oder in der Benutzeroberfläche auf seinen Namen klickst. Mit dem Abbrechen-Button kannst du eine Aktion. Fast geschafft. Neuer Abschnitt, finde heraus, warum Yggdrasil stirbt. Oh, wie schön. Den kennen wir doch auch noch. Den Faunflirter. Hallihallo. Drei neue Gesichter auf Yggdrasil. Ihr hättet euch keinen ungünstigeren Zeitpunkt für eure Reise aussuchen können. Unser Baum stirbt. Langsam und qualvoll. Hallo erstmal. Ich bin Alexis. Meine Gefährten und ich sind gekommen, um Yggdrasil zu retten. Oberon hat uns geschickt. Ach wirklich? Unser alter König hat uns also nicht vergessen? Wer hätte das gedacht? Darf ich mich vorstellen? Ich bin Pukul, der Faun. Falls ich euch bei eurer Mission irgendwie behilflich sein kann, gebt mir einfach Bescheid. Kranker Baum. Weißt du vielleicht, was den Baum so zu schaffen macht? Mit unserem alten Baum geht es schon eine ganze Weile bergab. Ich schätze, das liegt an dem Hornissennest oben im Geäst. Wer wagt, gewinnt. Wirklich? Ich hätte nicht gedacht, dass ein Hornissennest so viel Schaden anrichten kann. Oh doch, diese kleinen boshaften Bestien reißen die Blätter von den Zweigen und verwenden sie für ihr Nest. Das Nest ist riesig und wenn sie so weitermachen, sind bald gar keine Blätter mehr da. Okay. Ohne Blätter würde der Baum sicher bald eingehen, aber es ist schwer zu glauben, dass einfache Hornissen einem so mächtigen Baum wie Yggdrasil das Leben schwer machen können. Das sind keine einfachen Hornissen, nein. Ich habe noch nie so große hässliche und boshafte Hornissen gesehen. Außerdem sind sie extrem angriffslustig. Sie schwärmen schon aus, sobald man sich ihnen nur ein bisschen nähert. Fortjagen. Denkst du, wir können sie fortjagen, wenn wir sie angreifen? Die wird man nur los, wenn man ihre Königin tötet. Einen Teufel werden sie sonst tun, aber es gibt da vielleicht noch eine andere Möglichkeit. Worauf willst du hinaus? Ich habe mich intensiv mit dem Problem beschäftigt und herausgefunden, dass Hornissen sehr empfindlich auf Rauch reagieren. Wenn du irgendwie für richtig stinkenden, beißenden Rauch sorgen kannst, der in Richtung Nest weht, suchen sie vielleicht das Weite. Außer natürlich, du willst das Problem mit deinen Fäusten aus der Welt schaffen. Rauch. Nein, deine Idee gefällt mir, aber wie können wir für so viel übelriechenden Rauch sorgen, dass sie verschwinden? Du musst einen Trank brauen und ihn dann verkochen. Die werden sich dann aus dem Staub machen, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Versuch's mal mit stinkenden Pilzen, Tierkot und verfaulten Eiern. Damit sollte es klappen. Du brauchst natürlich einen Kessel, um die einzelnen Zutaten zusammenzumischen. Ich kann heute nicht lesen. Trank. Wo finde ich welche Zutaten? Geht's? Wird gespeichert. Pech. Wer ist sie? Gargamel? Oh, Gargamel. Was willst du? Hallo. Hallo, ich bin vielleicht zum falschen Zeitpunkt gekommen. Tut mir leid. Ich habe wohl etwas mit meinem Rezept von äußerst delikates Mal durcheinander gebracht. Jetzt geht es drunter und drüber. Kann ich was für dich tun? Ich hätte gehofft, du kannst uns vielleicht helfen. Eigentlich nicht. Aber da meine Soße sowieso ein totaler Reinfall geworden ist, war es das wohl mit dem Festmahl. Ich lasse es für heute besser bleiben. Wie kann ich helfen?
Anscheinend haben Hornissen in den Ästen des Baumes ihr Nest gebaut und machen sich über alle Blätter her. Kannst du mir dabei helfen, sie loszuwerden? Ich würde ja gerne alles stehen und liegen lassen, um zu helfen, aber ich glaube, dass ich dir dabei nur im Weg stehen würde. Außerdem kenne ich kein gutes Rezept für Hornissen. Ich glaube nicht mal, dass sie essbar sind. Pukel hat mir geraten, einen übelriechenden Trank zu verkochen, um die Hornissen auszuräuchern. Dafür könnte ich deinen Kessel gut gebrauchen. Das sollte kein Problem sein. Ich brauche gerne Tränke und das Rezept für diesen übelriechenden Trank hat mich neugierig gemacht. Ich schnappe mir gleich den Kessel und mache mich auf den Weg zum Nest. Und du beschaffst die Zutaten und baust dir aus Farnzweigen einen guten Wedel. Wir müssen den Rauch in Richtung Nest fächern. Okay. Großartig, ich beschaffe alles, was wir brauchen und dann stoße ich zu dir. Cool. Finde einen Farnzweig. Was ist eigentlich mit dem Vogel? Kann man mit dem auch reden hier? Hallo. Brotkehlchen. Vielleicht finden wir ja hier auch die anderen. Was haben wir hier? Stück verfaultes Ei. Ja, das brauchen wir doch, oder? Hier, das kriegen wir hin. Elektrische Ladung. Und normal, ich will jetzt mal testen. Ja. Okay, das ist schon mal gut. Ja. Ja, dann lieber Magie. Okay. Voll drauf, Mann. Immer drauf auf die Termite. Termitensoldat vor allem. Oh, oh, oh. Ausgewichen. Sehr gut. Sehr gut, Asiel. Ausgewichen. Ja. Oh, der haut schon gut rein mit seiner Elektroladung. So, die haben wir. Weg mit der. Termitenschütze. Jetzt auch eine Elektroladung. Bei dem hilft das aber. Naja, doch, hilft bei dem auch. Ja. Immer weiter, weiter drauf. Ich glaube, das Ei brauchen wir bestimmt auch noch, weil das schön stinkt. Und damit können wir dann den Rauch schön eklig machen. Oh, das war Tornado. Eis ist, glaube ich, besser. Egal. Weg. Hat geklappt. 250 Erfahrungen haben wir sogar bekommen. Und wir haben einen Fertigkeitspunkt bekommen. Sehr schön. Na denn? Können wir das vielleicht mal wieder... Ach, wir nehmen mal etwas, was wir noch nicht hatten. Arme. Erhöht den magischen Schutz, erhöht den Schutz gegen körperlichen Schaden. Dann nehme ich mal... Verändert das jetzt hier wieder irgendwie die... Ja, komm, die... Das Tattoo geht dann auch noch, das ist egal. Ich nehme mal erstmal körperliche Resistenz. Ja. Kann man ja jederzeit ändern und das Tattoo geht ja noch. Diese komischen Tattoos hier. Okay, so, das können wir jetzt nehmen. Abschnitt abgeschlossen, beschaffe ein Stück des verfaulten Eis, das haben wir schon mal. Habe ich nämlich gedacht. Brauchen wir eh... Da kann man wieder zurück. Dann gehen wir hier mal weiter. Wer ist da? Oh, da sind aber auch viele Termiten. Mit Guba Munoche. Glaubt nicht. Mich tritt an euch, neue Gesichter. Wo kommt ihr denn her? Wir haben hier schon seit Jahren keine Besuche mehr gehabt. Heißt das etwa, dass die Spiegel wieder richtig funktionieren? Ach, es tut mir leid. Ich bin so aufgeregt. Ich heiße Guba Munoche. Was kann ich für euch tun? Gubadick. Du bist nicht zufällig Gobedicks Cousin, oder? Er hat sich große Sorgen gemacht und mich gebeten, dich zu finden. Doch, Gobedick ist in der Tat mein Cousin, aber wir sind eine ganz große Familie, musst du wissen. Vielleicht hat er das sogar nicht gemeint. Wir hatten nämlich auch einen anderen Cousin, der war ebenfalls auf Abenteuer aus und hat vor einiger Zeit eine Schiffsreise angetreten. Womöglich geht es ja um ihn. Sehr schön, dann werde ich Gobedick erzählen, dass es dir gut geht. Und wenn ich diesen anderen Cousin sehen sollte, überbringe ich ihm die besten Wünsche von euch beiden. Okay, können wir trotzdem noch mal sappeln? Ameisenhügel, Zutaten. Ich suche verschiedene Zutaten, um einen übel riechenden Trank herzustellen. Verfaulte Pilze zum Beispiel. Das wirst du am ehesten auf dem Boden um den Baum herum fündig. Okay, was haben wir noch so? Nein, das hatten wir schon. Jidrasil.
Was kannst du mir über den Weltenbaum erzählen? Er ist wahrlich friedliches Paradies, der Ursprung der alten Magie. Einst lebten hier zahlreiche Spezies harmonisch und in Frieden zusammen. Selbst den Menschen, jawohl, den Menschen gefiel es hier blendend. Und wir kamen alle gut miteinander aus. Aber ach, alles Schöne muss irgendwann vergehen. Der Baum ist krank und die meisten Bewohner sind verschwunden. Ei. Ich habe ein Drachenei, das ich gerne ausbrüten würde. Hast du eine Idee, wie ich das bewerkstellige? Wenn dein Ei nicht so groß wäre, würde ich dir vorschlagen, die Ameisen zu bitten, um es in ihre Brutkammer zu legen. Aber sonst habe ich keine Ahnung. Aha, auch eine Idee. Ameisenhügel, das ist ja ein riesiger Ameisenhügel. Wie kannst du hier nur leben? Stören dich die Ameisen nicht? Nein, tun sie nicht. Im Gegenteil, sie sind ganz lieb, immer so sauber und hilfsbereit. Manchmal tragen sie sogar Sachen für mich. Du solltest mal ihre Muskeln sehen. Stark. Ich teile meine Vorräte mit ihnen. Du hast aber seltsame Freunde. Ich würde nie auf die Idee kommen, meine Vorräte mit Ameisen zu teilen, damit sie mir beim Tragen helfen. Ja, du bist ja auch assi. Weil du die Ameisen nicht kennst. Wenn du länger hier leben würdest, würdest du sicher genauso ins Herz schließen wie ich. Aber du gehörst ja hier nicht hin und disst hier nur rum. Also geh jetzt. Vielen Dank. Dann ciao. Ja, ich will mit euren Ameisen nichts zu tun haben. Wo ist denn jetzt hier der... Ist das der Hügel? Kann man da einfach mal rein? Oder das Drachenei hinlegen oder so? Vielleicht können wir den ja... Ach, guck mal, da ist auch noch was. Ist hier. Heiltrank. Das ist ja cool. Da ist auch noch ein Vogel. Du Vogel. Dass sie die kleinen Feen nicht fressen, das wundert mich ja. Sie flattern hier rum. Oh, die greifen uns an, die Hornissen. Wie jetzt? Mann, Mann, Mann. Ja, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Vor allem aber auch komische Anordnung, dass die Gegner so zwischen uns geraten sind, quasi in unsere Anordnung. Wir nehmen uns mal die schwarze hier vor. Die Gifthornisse. Die wollen wir nicht haben. Ist schon mal gut. Jetzt haben wir Tornado. Bam. Vergiftet, das ist doof. Komm, schön Felsen. Bam. So, die anderen haben nämlich wenigstens kein Gift. Ja, aber die hauen ganz schön drauf. Kannst du mal deine Position ändern? Und defensiv bitte? Heilendes Licht haben wir auch noch nie benutzt, ne? Geht das nicht? Ja. Ach so, warte mal, jetzt ist sie erst dran, ne? Oder wie, oder was? Egal. Ja? Du gehst mal nach hinten, bitte. Nach deinem Treffer. Genau. Hallo, nicht auf den armen Bär, der ist eh schon geschwächt. Kannst du mal dann offensiv kommen, geh mal nach vorne. Oh Mann, oh. Steinkeule. Ach, das geht? Der kann eine Steinkeule machen. Cool. Aber hat leider nicht geklappt. Ja. Sehr gut, Mann. Ja, immer auf Bert. Das ist nicht nett. Der arme Bert. Der kann jetzt mal was nehmen, finde ich. Ja, bin so ein, ne? Genau. Ja komm, der muss jetzt aber sitzen. Oh, das war so klar, ey. Nochmal, hau mal drauf. Ja, toll. Ja, sie lebt immer noch. Damit wir schön immer noch einen auf die Glocke kriegen. Voll gemein.
stirb. Ja. Ist jetzt die letzte? Ja. Na komm. Schön betäubt. Finde ich gut. Komm, der muss sitzen. Ja. Alle Hunde sind weg. 260 Erfahrung sogar. Nicht wenig. Das ist gut. Was haben wir hier unten? Farnzweig. Ach, da haben wir ihn ja. Abschnitt abgeschlossen. Finde einen Farnzweig. Den haben wir also auch. Und dann haben wir hier die Pilze. Wollten wir nicht noch Pilze? Man hört immer so komische Geräusche. Da ist auch noch mal was. Oh, da geht auch die Post ab. So wie es aussieht. Aber darum kümmern wir uns im nächsten Part. Sehr spannend hier beim Baum. Und da ist, oh, da ist so ein kleiner Waschbär in der Falle. Und dem werden wir auf jeden Fall noch helfen. Und was ist das? Eine Maus oder was? Ein Zylinder? Das gucken wir uns alles das nächste Mal an. Das könnten auch die Pilze noch sein. Ich glaube, wir kommen hier gut voran. Im Moment sind wir ganz gut dabei. Und da oben ist auch noch etwas, jemand. Sehr, sehr spannend, sehr schön gemacht. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Bis dann!